herzlich willkommen, ihr Verrückten. Ja. Heute werdet ihr mit mir zusammen diesen Käfig sauber machen. Normalerweise ist es ja so, man macht die Käfige einmal die Woche sauber und je nach Bedarf eine Grundreinigung, aber heute machen wir die Grundreinigung. Das bedeutet, wir, also das mache ich eigentlich und ihr dürft zugucken, das bedeutet, der Käfig wird komplett auseinandergenommen, die Vögelchen werden da reinkommen und die Sachen werden gewaschen, desinfiziert und wieder zusammengesetzt. Neu zusammengesetzt. Und ja, viel Spaß beim Zugucken. Aber zuallererst müssen wir erstmal die Vögelchen rausholen. Genau, also. Genau, wichtig ist, also, wie schon gesagt, ich mache das so gut wie es geht, einmal die Woche sauber. Das hier nicht so, aber manchmal geht es nicht anders. Da bleiben halt so kleine Mini-Reste, die man nicht wegkriegt. Vor allem da unten in den Ecken. Hier, seht ihr das, was ich meine? Und am besten geht es dann, wenn man das einmal im Monat richtig sauber macht. So, als allererstes wird der Deckel abgenommen. Warum mache ich den Deckel ab? Weil ich ja weiß, dass sie ja keine Babys haben im Moment. Deswegen kann ich das jetzt so machen. Hallo, Mango. Ja, hi. Ja, hi. So. Guck mal hier. Na komm, da setzen wir dich so rein. Dann erschreckst du dich nicht so. Jetzt passt es nicht rein. Okay. So, einen haben wir schon drin. Dann haben wir unseren kleinen Verrupften hier. Das ist Mini. Ja, seit unsere Senegal-Henne gestorben ist, rupft er sich, weil er eigentlich mit ihr zusammen war. Sieht man ihn gut? Ja, jetzt sieht er halt so aus. Wir waren schon beim Tierarzt, er kriegt einen Kragen, aber den Kragen hat er immer wieder abgemacht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir ihn anders gut kriegen. Obwohl er eine Freundin hat, rupft er sich. Geh rein. So. Wir wollen das sicher haben, nicht nur, weil ich jetzt die Hälfte der Zeit nicht da bin. So kann ich wenigstens sicher gehen, dass den zwei nichts passiert. Während ich auch die Tür offen habe und so. Die zwei würden wahrscheinlich nicht wegfliegen, aber man muss ja sicher sein. Das tue ich mal auf die Seite. Und jetzt fangen wir gleich an.
Leider habe ich weiter vergessen aufzunehmen, aber so sieht der Käfig jetzt aus. Ganz sauber und ordentlich. Ich habe wieder mein Lieblingsstreu reingemacht. Lässt sich am leichtesten sauber machen. Käfigdach ist auch sauber. Genau. Jetzt sieht man auch die Wand. Ein paar dunkle Spritzer sind immer noch übrig, aber oh, kann sich sehen lassen. Ist jetzt auch ein bisschen anders umdekoriert. Ich hoffe, den Kleinen gefällt es. Dann holen wir sie jetzt mal raus. So. Oh, nicht erschrecken. Mini, komm. So, einmal den Mini. So, bitteschön. Und deine Freundin. Mal gucken. Die ist immer noch nicht allzu zahm. Da muss ich jetzt aufpassen. Komm hier. Ist gut. Oh, ist er drin. Genau, frisches Wasser habe ich reingemacht. Das Futter ist heute da unten. Mal gucken, wo ich das morgen reinmache. Jetzt gehen sie schnell ins Haus. Genau. Jetzt wird noch das Chaos hier sauber gemacht, sobald es dann die Wohnung sauber gemacht. Genau. Und nächste Woche ist der Käfig dran. Aber ich glaube, da nehme ich euch nicht mit, weil das hat schon alleine 3 Stunden gedauert. Ich weiß nicht, wie viel der Käfig brauchen wird, wie lange. Ey. Ist alleine. Ist voll viel Arbeit. Aber vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr bis zum Schluss, habe ich schon gesagt? Na egal. Danke, dass ihr bis zum Schluss geschaut habt. Tschüss!